Das ist Schnee. Und der ist genauso cool wie Siemens Energy, meine Damen und Herren. Und da befinden wir uns heute. Ja, ich habe super geschlafen, weil Josef neben mir tatsächlich die ganze Nacht geschnarcht hat. Wir befinden uns hier heute bei Siemens Energy, meine Damen und Herren. Das hier ist das Trainingscenter. Wir sind übrigens in Berlin. Das hier ist das Trainingscenter von Siemens Energy in Berlin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was mich erwartet. Dafür haben wir allerdings Studierende, Azubis, Lernende, ganz, ganz nette Menschen, die uns das heute ein bisschen zeigen werden. Stell dich mal ganz kurz vor mit einem Wort. Theo, nicht talentiert in Elektrotechnik. Ein Wort. Tip, ich mag Basketball. Melanie, ich mag Angeln. Und Nico, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, ich bin Luca. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Schalten Sie lieber ab! Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein, schauen so ein bisschen, was uns erwartet. Ich habe nur gehört, wir machen ein paar Challenges, ein paar witzige Sachen, schauen uns ein paar Räumlichkeiten an. Willst du noch ein bisschen näher filmen vielleicht? Raum Nummer 1, den wir euch heute zeigen werden. Das sieht mir alles nach ganz vielen Sachen aus, von denen ich gar keine Ahnung habe. Das Einzige, was ich vorhin schon gehört habe, ist das hier drin. Wir blenden euch hier mal ein Quiz ein. Was denkt ihr, welche Person saß hier schon drin? Ihr habt 10 Sekunden Zeit, um zu raten. Sind 10 Sekunden vorbei. Jetzt? Angela Merkel. Habt ihr Nitro drunter gebaut? Ja, klar. Top. Da wir uns jetzt allerdings hier gerade schon im Werkstattraum von Siemens Energy befinden, meine Damen und Herren, habe ich mir gedacht, machen wir doch direkt eine kleine Wer lügt besser Challenge mit Melanie. Okay. Wir haben hier jeder eine Tüte vorbereitet mit Gegenständen. Einerseits Alltagsgegenstände, aber auch Siemens Energy Gegenstände. Und wir schauen jetzt, wer besser lügen kann. Ich habe hier einen kleinen Berliner Bären. Der ist natürlich lila-weiß. Kannst du den mal auf den Tisch klopfen? Ja, du hast einen Berliner Bären. Gelogen. Ein Affen. Ja, wow. Ich habe hier, wie es sich natürlich für Siemens Energy gehört, eine Dose Dirty. Kannst du die mal aufmachen? Ja, klar. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, du lügst. Tragische Wendung. Ich trinke das jeden Mittag immer. 5 Liter Dirty, das ist übel gesund. Ich habe was sehr Praktisches. Damit kann man wunderbar Schlüsselbänder irgendwo an einem Gürtel fixieren, und zwar ein Karabiner. Kannst du den mal so auf und zu machen? Safe, ein Karabiner. Ja, richtig. Safe. Guck mal hier, 2-1. Ich habe als nächsten Gegenstand einen Hammer. Hau den mal auf den Tisch. Das ist kein Hammer. Nein, das war meine Hand. So, mein nächster Gegenstand ist für die Beauty-Kategorie gedacht. Und das ist ein wunderschöner Lippenstift. Nein, du lügst. Ja, scheiße. Das ist gar nichts, ne? Doch. Was ist das? Eine Pfeife. Ich habe hier den Playboy. Oh, welche Ausgabe? Oktober. Also die Seiten sind, glaube ich, zu fest für einen Playboy. Ah, du kennst dich damit aus, ne? Ja, na klar, also. Oktober ja, 2016, ja. Ja. Du lügst. Ja, es ist ein Faultier-Magazin. Erste Challenge 3-3. Von daher müssen wir mal schauen, wir haben noch ein paar andere Challenges vorbereitet. Wer hier schlussendlich gewinnt, Luca oder Siemens Energy? Nächste Challenge, meine Damen und Herren. Ich befinde mich hier mit Mona, die ebenfalls Azubi ist. Wir machen jetzt eine Nicht-Lachen-Challenge. Und immer wenn einer von uns beiden lacht, müssen wir einen Ingwer-Shot trinken. Was machst du beruflich? Ich studiere dual. Hast du mich gerade Aal genannt? Das war jetzt nicht so witzig. Bin letztens aus dem Töpferkurs geflogen. Hab mich im Ton vergriffen. Den kannte ich schon. Ein Neutron steht vor einem Club, sagt der Türsteher. Sorry, heute nur geladene Gäste. Kannte ich auch schon. Ja, warum lachst du? Das war das erste Lachen. Oh nein! Ja. Mein Onkel hinterlässt. Ja, chill ein bisschen. Mein Onkel hinterlässt eine Konservenfabrik. Und ich erbse. Ey, das. Du weißt, ich liebe solche Witze, ne? Hab mir gestern ein neues Dach gekauft. Ging aufs Haus. Weißt du, wie teuer ein Schornstein ist? Nein. Kostet gar nichts, geht auch aufs Haus. Es fällt mir sehr schwer, allerdings hat Mona die zweite Challenge für die Azubis gewonnen. Jetzt befinden wir uns allerdings hier schon im 4. Floor, von daher haben wir hier ein ganz anderes Prozedere gerade. Das ist Tiep. Tiep, du kannst doch ganz kurz erklären, was das hier überhaupt alles ist. Wir sind hier in einem Elektrolabor. Hier haben wir meistens immer vom Lehrer so gesagt die Schaltpläne so gesagt vorgeben oder mussten die selber erstellen. Aber ich verstehe tatsächlich nichts davon. Was ich allerdings kann, ist Lego. Und das ist tatsächlich die nächste Challenge, die wir machen. Dafür haben wir nämlich hier vorne, also ich nicht, sondern die anderen haben da vorne hier schon was vorbereitet. Weil wenn ich das selbst hätte, könnte ich es natürlich blind zusammenbauen. Und da machen wir jetzt direkt weiter mit der nächsten Challenge. Wir müssen hier bei der dritten Challenge, erstmal ich sitze hier mit Theo. Moin. Oh mein Gott. Das geht gar nicht. Ich versuche gerade zu schummeln, aber es geht nicht. Nein, ich weiß nicht mehr, wo das Teil ist. Ich hatte einen Plan, aber man
kann die nicht richtig, man erfüllt die nicht richtig. Das sieht für euch jetzt richtig leicht aus, oder? Just? Ich glaube, die reden auch nicht mit dir, die hassen uns. So wie ich dich hasse, weil du meinen Handschlag verweigert hast. Nein, laber keinen Scheiß. Nein. Das ist jetzt nicht im Ernst. Nein. Nee. Oh mein Gott, meinst du es mehr? Ich hab 3 Reifen! Ich hab den letzten nicht rangekriegt. Ich hab den letzten scheiß Reifen nicht rangekriegt. Also eine Minute war viel zu wenig Zeit. Hier stehen Maschinen, aber ich bin eigentlich die wahre Maschine. Unentschieden. Ey, krank, wie schlecht du bist. Nächste Challenge, meine lieben Freunde. Ich sitze hier mit Tiep, immer noch im gleichen Raum, wo wir hinten gerade dieses Lego da so komisch zusammengebaut haben. Wir haben hier tatsächlich gerade einen Schaltkreis vor uns, der auch eingeschaltet ist. Der läuft auch, weil die Diode leuchtet grün. Allerdings bekommen wir gleich Brillen aufgesetzt und unser unparteiischer Schiedsrichter Jost. Jost kommt gleich an und klippt random 2 Elemente dieses Kreislaufes hier raus, packt die hin, wir kriegen die Brillen auf und müssen die wieder reinklippen. Ich kann dir eigentlich jetzt schon den Punkt geben. 3, 2, 1, los geht's. Kann es sein, dass du dumm bist? Wie kann ich denn jetzt wissen? Ich glaube, ich bin fertig. Kann ich jetzt auf den Knopf drücken oder was? Ihr habt jetzt noch 10 Sekunden. Ja, ich würde das so lassen. Ach du Scheiße. Aber mal gucken, wa? Ist es dann unentschieden oder sagen wir, wer ist näher dran? Sagen näher dran. Ich glaube, Luca war näher dran. Okay, ja. Meine Damen und Herren, haben wir hier auch den Schaltkreis-Profi am Start. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dabei warst, Tief. Ich mach mal den Punkt. Ich darf groß und schön verkünden, dass ich die Challenge eher gewonnen habe. Nicht komplett gewonnen, allerdings habe ich es geschafft. Von daher danke, Tiep, dass du dabei warst. Genau. 5. und letzte Challenge, meine Damen und Herren. Ich stehe mit Nico und wir befinden uns hier im Community Space. Film einmal rum, Josef. Wundervoll. Film mal die Mülltonne da unten in der Ecke. Das mache ich aus dir bei dieser Challenge hier. Ne? Ja, okay. Ich glaube, da hast du mir was ganz Gutes noch gegeben. Also ich glaube, ich bin mir da sehr sicher, dass es gerade eine Feile ist. Schraubenschlüssel. Das ist doch bestimmt so eine winkende Katze. Also so eine. So die immer so im Schaufenster bei dem. Beim Asiaten meines Vertrauens immer stehen, wa? Hä? Mein erster Gedanke war, es ist ein Elefantenspielzeug. Ich sag, es ist ein Elefant. Ja, da. Zum Reinpusten, ach, diese Tröte-Dinger für Silvester und Karneval wahrscheinlich, ne? Die Sache ist aber, wenn ich jetzt meins auch richtig habe, dann ist unentschieden, aber dann habe ich ja dennoch gewonnen, oder? Was ist denn das? Also es könnte so ein Salz-Pfeffersteuer sein. Boah, aber da ist nichts offen, so ein Gewürzding, aber hier ist auch ein Knopf. Es ist eine Taschenlampe. Es ist eine Taschenlampe. Oh mein Gott! Aber krank, wir haben beide alles erraten. Dennoch, meine Damen und Herren, ist die letzte Challenge unentschieden ausgegangen. Jeder hat 3 Sachen richtig. Von daher Endergebnis. Wir rechnen mal kurz zusammen. 187. Das war's von meinem Tag hier heute bei Siemens Energy, meine Damen und Herren. Dankeschön, dass ihr mich heute so ein bisschen rumgeführt habt, dass ihr mir alles gezeigt habt, die ganzen Räumlichkeiten. Seid auf jeden Fall cool drauf. Danke für die Challenges. Wenn ihr auch Bock habt, hier bei Siemens Energy coole Sachen zu machen, vielleicht sogar eine Ausbildung zu starten, dann checkt auf jeden Fall mal den Link unten in der Videobeschreibung ab. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Und wir begeben uns jetzt zurück nach Köln. Mit einem Preis. Tatsächlich sogar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist der Siemens Energy versus Luca Daumen hoch. Das ist in etwa so viel wert wie Champions League Pokal. Ist echtes Gold, ne? Ja, ja krass. Absolut.